zu 3200 Metern und 16 Euro für Cookie. Moni, ja? 3200 Meter, wenn ihr gemeinsam geschwommen seid. Danke. Und 16 Euro. Danke. Super. Und Wolfgang Behan, 2200 Meter. Schön, dass du da warst. Ich freue mich. Danke. 11 Euro für Cookie. Euch. Schönen Dank. Alles Gute. Die einen hatten schon die Siegesurkunde in der Hand, die anderen sind noch geschwommen. Beim traditionellen Prozentschwimmen in Koppenbrücke am Samstag ist eben jede Minute Action angesagt. Es geht aber auch stets um den guten Zweck und die Teilnehmer waren jederzeit für eine Überraschung gut. Wollten sie erst gar nicht ins Wasser, so standen sie später stolz auf dem Siegertreppchen. Naja, und der jüngste Teilnehmer, erst 11 Monate jung, ist irgendwo im Arm der Mutter mitgeschwommen und damit reif für einen. Wer ist der Bankreif mitgeschwommen? Den hänge ich dir das jetzt auch um. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Mann. Ja? Gut gemacht. Super. Mama. Ja, danke. Aber mit der Mama zusammen 650 Meter erschwommen. Doch. Die Mama hat auch bestimmt das Schwimmabzeichen in Bronze. Also Silber. Dann kommen wir noch. Und 4 Goldmedaillen. Wir fangen an mit 5300 Metern für Sophie Angermann. Sophie Angermann, herzlichen Glückwunsch. Toll. Meter für Mayra Brümmer. Mayra, herzlichen Glückwunsch. Super. Man hört die Strecken steigen. 10.550 Meter für Ilka Brümmer, die auch nur so mal eben die Strecke kurz schwimmen wollte. Mama! Ich komme hinter uns. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Tolle Leistung. Danke. Dankeschön. Es geht noch höher. 10.854 Euro von Joana Brünner. Joana! Joana. Super, Joana. Die ganze Familie. Hoppla, einmal umdrehen. So, herzlichen Papa Glückwunsch. Fehlt. Der Vater Danke. Fehlt. Ja, okay. Und noch super, geht's mehr. Super, ganz toll. 65 Euro, 13.000 Meter für Jonas Rau. Johannes! Jonas hat auch so viel. Nur immer Jonas drauf. Super, Jonas, herzlichen Glückwunsch. Ja? Es nimmt ein glückliches Ende, dieser Prozenttag, Schwimmtag, mal wieder. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, Lorenz, wir haben heute einen wunderschönen sonnigen Tag. Das ist eigentlich die erste Veranstaltung, wo wir Sonne haben. Wir haben bisher nur Veranstaltungen mit Regen, Kälte hier erlebt, ansatzweise Sonne, aber den ganzen Tag Sonne von heute Morgen an mit einer kleinen dunklen Wolke hatten wir noch nie. Und ich kann Ihnen sagen, was Sie vielleicht nicht wissen, es ist hier mit etwa 25 Grad wärmer als in Madrid gewesen. Das freut uns wahnsinnig und hat möglicherweise dazu beigetragen, dass diese Veranstaltung bisher so gelungen ist, wie es halt war. Und das ist auch eine Erklärung, warum viele Schwimmer hier schon eine gesunde Bräune haben? Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls haben einige, die hier insbesondere hinter mir auf der Aqua-Jogging-Strecke sind, kräftig mit Sonnenmilch gegen den Sonnenbrand angekämpft. Die Bräune bedeutet ja auch, dass Sie hier viel geübt haben in dem Bad. Es haben ganz viele Leute hier, seit es geöffnet hat, am 1.6. hier trainiert und haben auch ordentlich Meter gemacht, als öffentliches Baden war, um dies heute umzusetzen. Und die DLRG Koppenbrücke ist ja wie immer der Schutzengel dieser Anlage.
Der Schutzengel nicht, wir sind da der Organisator der Veranstaltung. Und mit unseren Einsatzkräften, die auch demnächst wieder nach Eckernförde fahren, um dort Wachdienst zu versehen, beaufsichtigen wir hier die Veranstaltung. Schutzengel meine ich auch, dass Sie immer das ganze Jahr durch aufpassen, dass hier nichts passiert. Ja, wir begleiten die öffentlichen Badeaufsichten. Wir stellen hier an 12 Wochenendtagen die Aufsicht der DLRG, also unterstützen dadurch die Gemeinde und haben durch diese Unterstützung dann die Möglichkeit, unsere Trainingsabende entsprechend gegenzufinanzieren. Jetzt mal eine kurze Wasserstandsmeldung. Wie viele Teilnehmer zur Stunde? Also zur Stunde aktuell haben wir 230 Teilnehmer. Ich kann Ihnen das leider nicht sagen, wie viele Frauen und wie viele Männer, diese Zahlen verfüge ich im Moment nicht. Aber Sie können Ihnen etwas sagen, wie alt die Jüngsten und die Ältesten sind? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wir haben eine 5-Jährige und einen 5-Jährigen als jüngsten Teilnehmer und eine 80-Jährige Dame als älteste Teilnehmerin, die Strecken geschwommen haben zwischen 4.600 Metern und nach oben hin war nicht die Älteste diejenige, die längste Strecke geschwommen oder gegangen hat, sondern die längste Strecke mit 23.550 Metern heute hat Guido Braunert ausschließlich hier hinter mir im Aqua-Jogging-Becken zurückgelegt, also erst 23.000 Meter richtig marschiert, seit heute Morgen um 7. Das ist eine stramme Leistung. Welchen Verein kommt denn dieser zu erwartende Erlös zugute? Das wurde im letzten Jahr ausgelost und im letzten Jahr wurde ausgelost der Verein Cookie. Cookie steht für Kinder und Kultur e.V. und Cookie ist beheimatet in Marienau. Das ist ja ein besonders aktiver Verein, der ja auch geradezu vorbildliche Ausstrahlung hat, was hier die kulturelle und die Vereinsarbeit betrifft, hier im gesamten Flecken. Was kann man jetzt noch sagen, also wie viel Prozent sind eigentlich jetzt erschwommen worden? Also wir waren durch den Hauptsponsor, die Sparkasse Weserbergland und durch viele Einzelsponsoren in der Lage, einen Geldberg von 3.285 Euro zur Verfügung zu stellen, der hier abgeschwommen werden sollte. Und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass Cookie das gesamte Geld erhalten wird. Die 3.285 Euro werden komplett an den Verein dann überwiesen werden. Jetzt verstehe ich endlich mal nach langer Zeit, was es heißt, einen Geldbetrag flüssig zu machen. Ja, das ist richtig. Wie viele Mitglieder hat die DLRG eigentlich? Die DLRG hat zurzeit 460 Mitglieder, wobei 75% der Mitglieder bis 15 Jahre alt sind. Damit sind Sie ja auch einer der größten Vereine, der auch eine Menge Jugendarbeit macht. Ja, wir sind der größte Verein, was die Jugendmitglieder, die jugendlichen Mitglieder angeht im Fleckengebiet. Das stimmt. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Das werden wir mit einer Nachmeldung machen. Wer dann, welcher Betrag dann dabei endgültig herausgekommen ist und worauf wir noch mehr gespannt sind, welcher Verein es im nächsten Jahr sein wird, der diesen Erlös bekommt. Aber das dürfen Sie nicht verraten. Das wissen Sie auch noch nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht, weil dieser Verein ist um 18.45 Uhr ausgelost wird. Und zwar sind 120 Vereine im gesamten Fleckengebiet angeschrieben worden. Und aktuell, habe ich gerade nachgefragt, waren 29 Vereine hier, die möglicherweise im nächsten Jahr begünstigter Verein sind. Ich gehe davon aus, dass alle Vereine bisher noch nicht begünstigt waren, so dass wir einen Verein daraus ziehen, der im nächsten Jahr dann der Verein ist, der hier dann das Geld erschwimmen kann. Gut, jetzt sind wir alle gespannt. Wir werden das jetzt schon mal berichten und nochmal eine Nachmeldung machen mit dem Endergebnis. Viel Spaß noch. Und in dieser Trommel dreht sich noch das Los des Dorfverschönerungsvereins Marienau. Als eines von vielen, der wurde nämlich ganz am Schluss zum Begünstigten des nächsten Jahres 2017.